damit Kill und was geht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King Refolded. Wenn du dich jetzt fragst, was Refolded ist, warum hast du die ganzen anderen Folgen noch nicht gesehen? Refolded ist nämlich eine wunderbare Fanmod von Hunter Xuman, die diesem Spiel ultra viel Charme, neue Items, neue Fähigkeiten und ganz viel neuen Stuff bringt. Es lohnt sich auf jeden Fall und wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben in der großen Sandpapierwüste und haben diesen wunderbaren Tempel hier raufbeschworen, in den wir jetzt reingehen. Und darin erwartet uns, oh boy, es sieht feurig aus. Aha! Deswegen hat der Schnabel des Vogels geglüht. Da steht ja alles in Flammen. Moment mal. Und weißt du, was mir gerade einfällt? Das Lied und den Tanz von der Wandwaderall aufzuführen, das ist doch ein bisschen so, wie an die Tür des Feuerpergamentons zu klopfen. Und das bedeutet, wir haben vielleicht den Hort des Feuerpergamentons gefunden. Und vielleicht treffen wir es auch. Du wirkst gar nicht so überrascht. Hast du das etwa schon gewusst? Ja, tatsächlich dachte ich mir das schon. Und da lässt du mich einfach reden und reden? Ja, also come on, wir gehen zu einem Feuervogel. Wie hoch waren eure Erwartungen, dass das Feuerpergamenton sein wird? Diese ganze Pergamenton-Angelegenheit fällt nicht in mein Fachgebiet. Trotz meiner Neugier werde ich mich aber an dieser Stelle ausklinken müssen, fürchte ich. Nebenbei habe ich schon erwähnt, dass ich fürchterlich Angst vor Feuer habe. Deswegen stellst du dich an die Klippe zu einem Ölteppich, der brennt? Ja, ist ja auch egal. Wir gehen einfach auch ohne dich, ist gar kein Problem. Man lässt seine Kollegen zwar nicht zurück, aber in dem Fall, was soll ich machen? Oh boy, es sieht interesting aus. Oh mein Gott, das. Ich glaube, wir müssen das in richtiger Reihenfolge so ablaufen, irgendwie. Oh, first try. Dafür jetzt schon mal ein Abo da lassen, wenn ihr nichts verpassen wollt, sowieso. Und über ein Like freue ich mich immer, weil die Folgen sind ziemlicher Aufwand. Und schon wieder ein KP Max Plus, wir kriegen viel zu viel davon. Jetzt mal Real Talk, wir haben schon vor 2 Folgen erst eins bekommen. Plus 10, glaube ich, war das. Ja, wir haben mehr KP und wir machen mehr Damage. Das heißt nichts Gutes. Heißt das nicht, dass das Feuerpergament dann schwerer wird? Ich freue mich schon. Wer bist du denn? Du siehst nach einem neuen Gegner aus, auf den ich Bock habe. Oh boy. By the way, es gab schon wieder ein Update. Wir sind jetzt von Version 63 auf 71. Es gibt ganz viel neuen Stuff. Ich freue mich. Wir gehen natürlich mit dem Bebenhammer, eines der neuen Items, rein. Und machen schön gut allen Damage hier. Oh, exzellent. 14 Damage. Und alle stehen noch. Ich glaube, wir hätten mit dem Ultrahammer zweimal hauen müssen. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Alle stehen noch. Das ist gar nicht gut. Boah, machen die viel Damage. Wir gehen jetzt zweimal mit dem Ultrahammer rein. Denn der Ultrahammer macht, wie wir gelernt haben, richtig viel Schaden. Nämlich 26. Gar kein Stress. Da muss ich nicht mal einatmen für. So easy ist das. Was hat der Damage jetzt mit meiner Atmung zu tun? Keine Ahnung. Let's go, da wäre auch schon der erste Kampf fertig und er war gar nicht so einfach wie erwartet. Das ist nicht gut. Steppen wir aber direkt in den nächsten Raum und interesting auf jeden Fall. Ein paar Shy Guys. Hallo. Was passiert mit euch? Was macht ihr? Ihr füllt euch mit Öl, okay. Und dann zündet ihr euch... Okay, die können mir Damage machen, wenn sie mich berühren. Oh, wir kriegen Heilung. Aber das wird tatsächlich zu wenig. Ich zünd nochmal einen Pilz. Vielleicht habe ich auch mehr als einen Pilz genommen, aber ist okay. Einfach nur ein Zwischenraum mit gar nichts? Weird. Oh boy, es geht weiter. What the hell? Okay, wir müssen jetzt so getimte Sprünge und so ein Stuff machen. Okay. Ja, alles klar. Ich bin, by the way, tot. Das ist ja komplett übertrieben. Können wir uns hier Real Talk heilen? Was? Sogar die Bank ist glühend heiß. Aber jetzt sind wir wenigstens richtig wach, oder? Bitte was? Das ist ja komplett random. Da drüben ist noch ein Loch, was ich gerne stopfen würde. Sehr, sehr schön. Was passiert jetzt schon wieder? Oh, nee. Dafür gibt es einen Ultrapilz. 50 KP. Okay. Jetzt aber doch bitte ganz schnell weg hier. Und was gibt's hier? Eine Eisblume, eine Glitzereisblume. Okay, damit kann ich safe leben. Kommt nochmal was? Ja, hier. 1, 2. Ja, wie soll ich denn den dritten machen? Der ist in mir gespawnt. Ach, come on. Okay, wir haben's aber. Das ist sehr schön. Straight up zum nächsten Raum. Ich bin gehypt tatsächlich. Ich hab richtig... Oh, speichern, let's go. Déjà-vu. Irgendwie waren wir hier schon mal, oder nicht? Oder auch nicht. Die versuchen was anderes. Oh, no. Kriege ich vorher vielleicht noch... Boy, was passiert? Ich bin gleich tot. Haben wir's? Lol. Ey, wir sind kurz vor... Oh, einfach ein neues Item. Okay, sorry. Grillhammer. Dieser glühende Hammer ist Feuer und Flamme, wenn er Gegner trifft. Das will ich aber auch schwer hoffen und ich möchte mich jetzt heilen. Ganz dringend aber. Steppen wir direkt in den nächsten Raum. Ich habe Angst, was mich erwartet.
Das sieht human aus. So, erster Gegner besiegt. Wir kriegen gute Heilung. Sehr, sehr wichtig. Und wieder eine Glitzereisblume. Den neuen Hammer habe ich noch nicht ausprobiert. Das würde ich euch natürlich reinschneiden direkt. Oh boy, auf Feuer Bros habe ich eigentlich nicht so viel Lust. Okay, wir steppen weiter, weil da kann man nicht hochspringen tatsächlich. Ich glaube, wir müssen uns hier irgendwie von hinten anschleichen. Ganz genau so. Und jetzt lass uns mal den Grillhammer testen, ob der wirklich so krass ist. 9 Damage. Das ist grauenhaft. Und dafür bekommen wir die Feuerblume als Schatzmini. Ihr wisst ja, was ich von den Schatzminis halte. Hat sich gelohnt auf jeden Fall. Was ist das da vorne? Das sieht sass aus. Oh. Och boy, wie random. Please, let's go. Haben wir. Wir gehen weiter. Und wir können hier speichern. So, so wichtig. Let's go. Oh, das da sieht schon sehr nach Feuerpergamenten aus. Schauen wir uns das doch direkt mal an. Und zwar beim nächsten Mal, Guys. Wenn es ganz gefallen hat, lasst ein Abo da und checkt dieses Video aus, wenn ihr sehen wollt, wie ich in Mario Odyssey von Schattenmaus verfuckt habe. Ciao, ciao, Leute.